So, dann einmal herzlich willkommen zum RSB-Tutorium, sowohl an die Leute, die hier im G021 sind, als auch diejenigen draußen vor dem Bildschirm. Sehe gerade, ihr seht mich ja nicht mal, aber gut. Also vom Grundsatz her, das Tutorium soll euch helfen, nochmal vielleicht so ein paar Themen aufzugreifen, die euch noch so eine Brücke bilden bis hin zum bis hin zu den Übungen. Also ich weiß nicht, wie Herr Meder das in der Vorlesung angekündigt hat, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber was für mich immer so der Punkt ist, ich versuche für euch Unterstützung zu geben, dass ihr einen Ansatzpunkt habt, was sollen eigentlich diese Hausaufgaben, wie kann ich damit eigentlich, wie muss ich die eigentlich angehen? Genau, so ein bisschen organisatorisches vorweg. Ich bin Jessica, und meine E-Mail-Adresse steht zum einen auf der TAMS-Webseite oder eben ihr nimmt, wie sie hier ist, jessica.sabrina.jobski@uni-hamburg.de. Ich bin keine Mitarbeiterin, voll hier am Fachbereich. Ich habe mal Informatik hier studiert. Ich habe damals auch angefangen, Übungsgruppen zu betreuen, Tutorium zu betreuen, andere Sachen. Mittlerweile arbeite ich Vollzeit bei einem städtischen Unternehmen und die Uni bittet mich immer noch mal, das Tutorium zu machen. Bisher habe ich ja gesagt. Vom Grundsatz ist die Idee folgende: Mittwoch soll es das Aufgabenblatt geben. Das heißt, ihr hättet die Möglichkeit, euch das Aufgabenblatt einmal zumindest anzuschauen. Das wäre auch so eine Erwartungshaltung von mir, dass ihr wenigstens einmal auf das Aufgabenblatt vorm Tutorium guckt, dass ihr grob eine Ahnung habt, was kommen da eigentlich an Themen dran. Ich erwarte nicht, dass ihr sie schon vollständig gelöst habt, weil dafür ist die Zeit zu knapp. Und wenn so wie gestern das Aufgabenblatt erst irgendwie um Mitternacht rauskommt, dann ist das ziemlich schwierig. Ich kriege das Aufgabenblatt übrigens auch genauso wie ihr zum gleichen Zeitpunkt, also bald es online gestellt wird. Das ist für mich immer schon knapp genug. Donnerstag drauf, direkt gleich den Tag, dann wäre im Tutorium eben die Möglichkeit, das Aufgabenblatt zu besprechen. Und dann habt ihr ja noch fast eine ganze Woche, um die Aufgaben zu bearbeiten. Also wir machen nicht irgendwie, wir besprechen nicht Aufgaben, die schon längst ihr abgegeben habt. Das bringt dann auch nicht so viel. Und ihr sollt aber eben auch Zeit haben zu bearbeiten. Je nach Aufgabentyp kann es sein, dass wir einfachere Aufgaben rechnen oder und uns anschauen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, eine Aufgabe auf was Einfacheres runterzubrechen. Es kann sein, dass es irgendwie eine Textaufgabe ist, textueller Art, wo man eigentlich mehr so Gedanken sich drüber machen muss oder recherchieren muss. Da würde ich mit euch dann eher drüber sprechen. Aber dann nichts aufschreiben an der Stelle, damit ihr dann wenigstens noch das Aufschreiben machen müsst. Also es ist mir immer wichtig, dass ihr noch so einen letzten Step machen müsst, um zu gucken, habt ihr das jetzt eigentlich verstanden oder noch irgendwie noch einen Schritt dann weitermacht. Und dann gibt es manchmal auch Punkte, wo ich in den Aufgaben sagen muss, okay, so, wir können es jetzt im Tutorium nicht weiter besprechen, weil dann gebe ich euch die Lösung komplett. Also das bitte nicht hier mit der Erwartung rangehen, ihr habt sofort die komplette Lösung. Aber ich hoffe, dass ihr selber auf die Lösung kommt, wenn wir durchgegangen sind. Genau, technisch halt. Streame es einmal über den Big Blue Button. Ich habe auch, wenn ich daran denke, drauf zu gucken, den Chat im Blick. Also das heißt auch da gerne Rückmeldungen, Fragen, wenn es da was gibt. Und ich zeichne das lokal bei mir auf. Das kann sein, da habe ich hier im Raum schon gesagt, es kann sein, dass so ein bisschen Nebengeräusche mit aufgenommen werden von anderen. Es kann sein, dass auch mal eine Frage aufgenommen wird. Ich kann es nicht hundertprozentig verhindern. Vom Grundsatz her ist es aber, ja, ich habe das Headset bei mir, also erstmal hauptsächlich werde ich aufgenommen. Das Ganze stelle ich dann bei YouTube online. Ich versuche das relativ schnell zu machen. Meistens klappt das auch am selben Tag, dieselbe Nacht noch, aber da ich es nicht versprechen kann, steht auf der Webseite 1 bis 2 Tage. Alles natürlich auch nur, wenn nicht irgendwelche technischen Störungen dazwischen kommen. Also ich tue mein Möglichstes, aber da ich hier das als One-Woman-Show mache, kann immer was dazwischen kommen. Genau. Es ist auch ungeschnitten, einfach damit ihr, also ich starte vor dem Tutorium, ich stoppe nach dem Tutorium, ich pack's online. Wenn da eine Länge drin ist, dann tut es mir leid, aber der Vorteil für euch ist, wenn ich nicht erst anfangen muss, es lang zu schneiden, kann ich schneller hochladen. Genau. Ja, Erwartungen, aktive Mitarbeit. Ich hatte gesagt, das Blatt solltet ihr euch vorher angeguckt haben. Ansonsten ist für mich auch so eine Erwartungshaltung, bitte
Wenn ich eine Rückfrage stelle, dann will ich auch irgendwie, dann wäre es auch gut, wenn ich irgendwo eine Antwort kriege. Und ein haben wir nicht gehabt, haben wir noch nicht verstanden, ist auch eine Antwort. Es ist keine Vorlesung, es ist ein Tutorium. Also miteinander, weil das soll uns ja irgendwie dann auch weiterführen. Genau. Und dann eine organisatorische Sache habe ich jetzt gleich für nächste Woche. Wer in den Kalender geguckt hat, nächste Woche ist der 3. Oktober. Nee, nicht der 3. Oktober, der 31. Oktober, so rum, wir sind Ende des Monats. Genau, vielleicht bei der Gelegenheit auch, wenn mir werden bestimmt Fehler auch mal passieren übers Semester, das kann irgendwie passieren. Wenn ihr euch wundert und denkt, da ist gerade, das stimmt doch gerade nicht, dann gerne nachfragen. Ich freue mich immer, wenn Leute Fehler finden und dann können wir sie gleich korrigieren. Genau, nächste Woche ist 31. Oktober, das heißt, da fällt ja eigentlich aus. Das finde ich jetzt so ein bisschen doof, weil eigentlich soll es euch ja auch helfen, das Tutorium. Ich weiß, dass es vielleicht nicht für alle gut passen würde, aber mein Angebot wäre jetzt, das irgendwie auf dem Freitagvormittag ab 10 ausnahmsweise nur digital dann anzubieten, statt es halt ganz ausfallen zu lassen. Würde das. Ich habe ja Übungen, aber dann kann ich es halt einmal nicht Genau, sagen. einige werden SE1-Übungen haben. Weiß nicht, wie sieht das hier auch online? Macht mal irgendwie. Wäre das eine Option oder? Okay. Dann gucke ich nochmal, dass das Andreas Meder auch auf der Webseite einmal anpasst. Genau, also im Nachhinein wird es sonst auch hochgeladen, wenn nichts technisch dazwischen kommt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zum ersten Aufgabenblatt. Wer sich das schon angeguckt hat, der wird gesehen haben, es gibt da wirklich also auch Berechnungsdinge. Es gibt irgendwo Sachen, wo wir was, wo quasi nach Textproduktion oder Stichwörtern gefragt wird. Eine Sache, die ich auch versuche, ist immer so ein bisschen euch so einen Tipp zu geben, wie groß ist eigentlich dann das, was dann erwartet wird in dem Ganzen. Und bevor ich das später vergesse, ihr werdet eigentlich nie lange Romane schreiben müssen. Also wir sind Informatikstudenten, wir sind nicht Germanistikstudenten. Das heißt, selbst wenn es irgendwo ein Text produziert werden soll, spätestens nach einer halben Seite ist Schluss. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Meistens schon viel früher. Gut, aber die erste Aufgabe ist ja hier unter Moore's Law gekennzeichnet. Moore's Law, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ich es in der Vorlesung hatte, da ging es darum, dass es immer mehr Rechenkapazität gibt. Und vom Grundsatz her geht es hier aber eigentlich darum, dass ihr mal ein bisschen mit Rechnungen zurechtkommt. Es sind da zwei Prozessoren angegeben. Wir machen das mal mit etwas einfacheren Varianten. Wir nehmen einen einfachen Mikroprozessor. Für einen Roboter mit einem Gigahertz-Takt und der kann zwei Operationen parallel berechnen. Wir wissen, dass der einen Leistungsverbrauch von 10 kW hat und die Chipgröße 2 Quadratzentimeter beträgt. So. Die Sache mit den zwei Operationen parallel, wer jetzt das Aufgabenblatt vor sich hat, der hat da vielleicht diesen Punkt mit IPC auch gesehen, also Instruction per Cycle, das wäre so quasi dann das Äquivalent dazu. Dass es dann halt mehrere Operationen dann auch mal gemacht werden können. Hier haben wir in dem Fall auch nur, ja wobei parallel, nacheinander eigentlich, na gut. Wir haben hier dann aber dann nur einen Kern. Die Leistungsdichte ist das Erste, was berechnet werden soll. Wenn ihr in den Aufgabentext. Ich weiß nicht, vielleicht mal ganz kurz hier vor Ort. Habt ihr den Aufgabentext vor euch? In irgendeiner Form? Wenn ihr in den Aufgabentext guckt oder eben auch die, die jetzt online dabei sind, die erste Aufgabe heißt ja, berechnen Sie die Leistungsdichte für beide Prozessoren, vergleichen Sie und so weiter. Wenn wir jetzt gar keine Ahnung haben, was wir machen sollen, was hilft uns aus dem Aufgabentext? Ja? Rechner zum Beispiel.
Berechnen, genau, das hilft. Es wird eine Rechnung irgendwie werden. Ja. Genau, also die Einheit. Deswegen, es lohnt sich immer auf die Aufgabentexte zu gucken. Meistens überliest man ganz schnell so Kleinigkeiten, wie dass wir einfach schon wissen, wir brauchen Watt pro Quadratzentimeter. Und damit können wir natürlich ja schon viel einfacher anfangen zu rechnen. So, Watt. Was brauchen wir da? Welcher Wert? Ja, ich warte mal ganz kurz, dass Sie online auch hinterherkommen. Ja. Also hier ersten jetzt schon mal 30. Genau, also in der Hausaufgabe wäre es 130 Watt. Wir haben ja jetzt hier ein anderes Ach Beispiel. so, jetzt. Alles Jetzt 10 gut? Kilo. Genau, hier wäre es dann 10 Kilowatt. Oder wir nehmen das dann gleich 10 Kilowatt sind wie viel Watt? 10.000, genau. So, das heißt, wir hätten 10.000 Watt. Das Ganze durch die Quadratzentimeterzahl. Das sind die 2 Quadratzentimeter, die wir hier haben. Und in dem Fall sind das natürlich einfach rechenbare Werte. Damit hätten wir hier auch schon die Leistungsdichte berechnet. In der Hausaufgabe ist das ähnlich einfach, also guckt einfach Leistung, Chipgröße und dann einmal zu berechnen. Bei der Gelegenheit, das Thema Rechnen. In der Hausaufgabe könnt ihr natürlich einen Taschenrechner benutzen. In der Klausur wird, wenn sich das nicht geändert hat, es auch dieses Jahr wieder nicht erlaubt sein, einen Taschenrechner zu benutzen. Das heißt aber, natürlich sollt ihr nicht ewig lange Nebenrechnungen machen, die ihr dann im Kopf euch dreimal verrechnet, sondern dann werden es auch eher Werte sein, die man ganz schnell irgendwie einmal kurz berechnen kann. Ja. Also in der Hausaufgabe wäre es wahrscheinlich dann, in der Klausur wäre es wahrscheinlich dann eher so ein Wert, wie ich ihn jetzt hier mitgebracht habe, als ein Wert, wie in der Hausaufgabe steht. Sowas wie Terabyte, Petabyte und sowas sollte man nachher auswendig lernen, ne? Also welche 10er-Potenzen das hat. Genauso diese typischen Potenzen, das sollte man einmal wissen. Terabyte, Petabyte, was dann dahinter steckt. Das kann sein, dass man das aufgrund der Werte braucht, also um halt so eine Größe dann wie hier jetzt zu brechen. Aber es kann ja sein, dass vielleicht auch irgendwie meistens hat er am Ende von der Klausur so einen Multiple-Choice-Block. Kann sein, dass da vielleicht dann auch so eine Frage dazu kommt. Also das ist sowieso immer sinnvoll zu wissen, die Größenordnung. So, hier ist eine Frage. Genau, es gibt ja neben Kilobyte und also den auch 10er-Potenzen basierend dann auch neben Kilobyte und Tebibyte und so auch 2er-Potenzen basierend. Die sind ja irgendwie, stelle ich mir vor, schwieriger umzurechnen miteinander, oder? Weil dann quasi die 1000, bei der 10 ja relativ einfach, also 1000 kann man aus 10er-Potenzen bilden und bei den 2er-Potenzen ist dann immer 10.000. Genau, das ist eine gute Frage. Also die Frage war ja hier, es gibt ja nicht nur Kilobyte, sondern es gibt dann auch eben die Kibibyte, also das entsprechende Äquivalent und das eine ja mit den 1000, das andere mit den 1024. Ihr müsst natürlich gucken, welche ihr vorliegen habt, welche Größeneinheit, aber im Zweifel müsst ihr dann auch mit 1024 dann rechnen. Also wenn es dann entsprechend die andere Größeneinheit ist. Okay, genau, jetzt hatten wir eben einen wunderbar schönen Chip, wo wir wissen, wir haben eine Chipgröße von 2 Quadratzentimeter. Jetzt kann es aber sein, dass wir einen Chip haben, wo wir einen Durchmesser bekommen haben. Oder erstmal, ist das noch eine Frage? Nee, du, ja, gerne. Chipgröße berechnen und für einen Kreis ist halt der Flächeninhalt 7 mal R hoch 2 und der Radius ist halt 5 cm, also 25 Quadratzentimeter sozusagen. Einfach formuliert. Aber wir müssen also, wenn wir das nehmen müssen, können wir den Wert nicht exakt ausrechnen. Genau, also ist genau richtig. Jetzt, wenn wir einen Durchmesser haben, müssen wir erstmal die Fläche berechnen, damit wir wieder Quadratzentimeter haben. Und Pi mal R Quadrat ist das, was uns
die Möglichkeit gibt, die Fläche zu berechnen. Das ist auch eben eine von diesen Formeln, die man sich dann, falls ihr die aus dem Schulunterricht schon wieder vergessen habt, einfach nochmal wieder merken müsst. Durchmesser 10 cm heißt, wir haben einen Radius von 5 cm. Pi mal r Quadrat wäre dann also Pi mal 5 zum Quadrat. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, mit dem Taschenrechner können wir es ziemlich genau ausrechnen. Ohne Taschenrechner müsste man dann halt schauen, je nachdem, ob man es dann jetzt eben abschätzt oder ob man dann die Werte vielleicht auch einfacher hat. Also wenn man das jetzt so nimmt, 5 Quadrat sind ja 25, Pi 3,14, wenn man es grob nimmt, also ist irgendwie 3 und ein bisschen mehr, also es ist 75 und noch ein bisschen mehr. Ja, könnte man irgendwie sagen, vielleicht ist es 76, 77, 78 und ich glaube, wenn mein Taschenrechner das richtig eingegeben hatte, waren es 78,5 ist der genaue Wert. Also das heißt, selbst mit einem großen Daumen wäre man schon relativ dicht dran. So, das jetzt eben mit dem Chip in der Hausaufgabe habt ihr, glaube ich, irgendwo einen. Weiß ich jetzt gar nicht. Hattet ihr da noch irgendwo einen runden? Genau, also das sind jedenfalls die beiden Varianten, die man braucht, dass man einmal mit eckig, da hat man die Fläche meistens schon. Und rund würde man es eben auch einmal ausrechnen können. Genau, die Herdplatte. Das wäre ja im Endeffekt das Gleiche. Hat man auch irgendwie Energieverbrauch. Gut, Leistungsdichte hier bei dem runden Chip. Also wenn der Leistungsverbrauch der gleiche ist wie bei dem anderen, was wir hatten. Sonst, ja. Und dann haben wir wieder 10.000 Watt. Und dann halt durch 6,5. Ich meine, jetzt wahrscheinlich den Taschen da eigentlich. Genau, das wären dann die 10.000 Watt durch 78,5 Quadratzentimeter. Und das würden wir wahrscheinlich in Taschenrechner eingeben und dann sind das irgendwie 127,4 Watt pro Quadratzentimeter. Sondern für die oben 8 Quadratzentimeter. Über. Oder ist halt ja auch Ja, recht. danke. Okay, jetzt wissen wir, was die für einen Leistungsverbrauch haben, was sie für eine Leistungsdichte haben, aber wir wollen jetzt auch den Energieverbrauch haben. Energieverbrauch pro Rechenoperation. Und das heißt, was brauchen wir, wenn wir Energieverbrauch pro Rechenoperation haben und wir haben irgendwo einen Gesamtenergieverbrauch? Was müssen wir da noch wissen, um berechnen zu können? Ja, okay. Genau, wir müssen eigentlich wissen, wie viele Rechenoperationen wir insgesamt in dem gleichen Zeitraum haben, wo wir auch unseren Energieverbrauch haben. So, das heißt, hier in dem Fall würden wir jetzt von einem Gigahertz ausgehen, hätten zwei Genau, zwei Operationen parallel. Das heißt, wir kommen auf 2 Giga-Operationen pro Sekunde. Wenn man das dann einmal rüberschiebt. Und was wissen wir über den Verbrauch? Das sind die 10.000 Kilowatt. Oder wolltest du gerade? Ja. Ja. Okay, der Takt 1 Gigahertz, also 1 Gigahertz ist ja Giga ist wieder es ist ja wieder eine Größeneinheit. Und das sagt uns, dass wir so und so viel eigentlich Takte pro Sekunde haben in dem Rechner. Und
von der Einheit, das wäre dann dieses S hoch minus 1, also geteilt durch, weil eben Takte pro Sekunde oder Einheiten pro Sekunde. Und jetzt habe ich die Frage wieder. Erklären, Frequenz was bedeutet, beziehungsweise das im Kontext wegstellen zu der Einheit, weil ich glaube, wenn man die Einheit weiß, wie die Geode funktioniert, dann kann man sich da besser vorstellen. Ich. Genau, also der Gigahertz, das ist ja vielleicht ist Takt einfach schon viel zu weit. Du hattest, glaube ich, Uhr oder sowas gerade eben auch gemeint, ne? Ja, ich glaube, bei jedem Befehl, der in einem Rechner ausgeführt wird, wird einmal die Uhr inkrementiert. Also es gibt so einen Taktgeber, dass jedes Mal, wenn man eine Rechnung vollbracht hat oder einen Befehl ausgeführt hat, wird sozusagen ein Takt weitergestellt. Die Uhr wird wieder sozusagen von 0 auf 1 gestellt, zum Beispiel. Genau, also es gibt einen Zähler in einem Rechner vom Grundsatz her und der Zähler, der wird immer inkrementiert, wenn ein Taktsignal kommt. Dazu kommen wir später im Semester. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht zu tief rein, aber vom Grundsatz ist es ja so, wir haben 0 und 1 auf der untersten Ebene. Das ist so ein Taktsignal, was hier kommt. Hier ist keine Energie oder kein Strom, da oben ist Strom. Und dann bekommen wir einmal Strom, haben wieder keinen Strom, Strom, kein Strom, Strom. Und das hier wären, wenn das die Datenleitung ist, worüber mit Energie unser Taktsignal gesteuert wird, dann hätten wir hier drei Takte quasi gehabt. Also das ist, was dann dahinter steckt, dass dann dreimal der Strom von 0 auf 1 gegangen ist auf der Taktsignalleitung. Ist jetzt als der Befehlszähler. Die Nee, die Uhr schaltet, glaube ich, soweit ich das im Steuerwerk schaltet diese Uhr, macht einen Klick und dann wird einmal inkrementiert, glaube ich, so ein Zähler inkrementiert und beim nächsten Befehl schaltet die Uhr wieder in die andere Position. Also ich glaube, es gibt so einen ich Wechselschalter irgendwie, aber wie das funktioniert, Wir keine Ahnung. kommen damit in eine ganz andere Richtung. Ich würde Ja, da ein bisschen okay. vorsichtig sein, da zu tief zu kommen. Also vom Grundsatz, das Wichtigste ist erstmal, wenn euch Takt irgendwie sowas jetzt bisher nichts gesagt hat, und deswegen habe ich dann vielleicht mit Gigahertz ein bisschen schnell vorgerannt, es ist dieses von 0 auf 1 wird geschaltet und dadurch wird ein Zähler inkrementiert im Rechner und es kann dabei irgendwas ausgelöst werden. Also diese ganzen anderen Dinge, die dann nachher im Rechner am Ende dann irgendwie passieren. Und genau, deswegen heißt es auch pro Rechenoperation hier, weil das kann sein, die eine Rechenoperation ist, es wird irgendwie auf dem Bildschirm ein Punkt, ein Pixel angezeigt, das andere ist, es wird irgendwo eine Subtraktion gemacht, was auch immer. Gibt ganz viele Sachen, was das dann eben sein könnte. So, und genau, wir waren beim Energieverbrauch. Also das heißt, dass wir hier eben gucken, wir wollen ja erstmal rausfinden, wie viel Operationen haben wir insgesamt, die passieren. Und das hängt hier zum einen ab von der Taktfrequenz, dann davon ab, wie viele Kerne wir haben und wie weit wir eventuell in mehrere Instructions per Cycle parallel machen können. Also dieser IPC-Wert, den ihr da auch in Hausaufgaben habt. Hier haben wir jetzt es etwas kleiner eingedampft mit einem Kern, aber dafür zwei Operationen, die quasi in einem Cycle da sind. So.
Wie wäre das, wenn wir jetzt irgendwie mehr Kerne hätten? Also jetzt, ich habe ja hier jetzt gesagt, so ein Gigahertz mal zwei Operationen parallel. Was ist, wenn wir jetzt dann irgendwie noch mehr Berechnung machen könnten? Wie müsste ich dann die Rechnung anpassen? Na, letzte Reihe. Müssen wir da nicht einfach die Anzahl der Kerne mit den Operationen multiplizieren, weil wir dann pro Kern diese Operation machen können? Oder habe ich das falsch verstanden? Naja, hast du genau richtig verstanden. Also wenn wir halt mehr Kerne haben oder mehr Operationen, das multiplizieren wir miteinander und dann natürlich mit der Anzahl, also mit dem Takt, den wir haben. Das heißt, wir hätten hier, wenn wir noch was anderes dann hätten, hätten wir quasi nochmal eine Multiplikation da drin. Ich hätte noch eine Frage. Dieses IPC, war das gleichzustellen mit den parallelen Operationen? Oder was war die Instruction per Cycle? Was sagt denn der Begriff Instruction per Cycle? Pro Zyklus, also die Befehle pro Zyklus. Befehle pro Zyklus, ja, gut. Und wie würden die Befehle wohl ausgeführt werden können in dem Zyklus? Okay. Also da wir einen Zyklus haben, hängt es so ein bisschen davon ab, kann der jetzt irgendwie parallel oder kann der die nur sequenziell abarbeiten? Das wird uns da nicht gesagt. Was wir grundsätzlich wissen, ist, dass bei Instructions per Cycle, dass wir diese Anzahl an Instructions machen können in einem Zyklus oder einem Takt quasi. Machen wir es einfacher, wahrscheinlich um dich weniger zu verwirren. Ich schreibe jetzt hier zwei Operationen. Nehmen wir hier Kerne. Das macht es, glaube ich, etwas weniger verwirrend. Das würde dann auf jeden Fall die Parallelität sein, weil die Kerne können auf jeden Fall parallel rechnen. Können wir So. das so schon geben, dass ein Kern immer einen Befehl sozusagen bearbeitet, also eine Operation durchführen kann? Genau, in dem Fall wäre hier ein Kern, weil es nicht anders angegeben ist, ein Kern gleich ein IPC dann. Also ein Instruction per Cycle. Aber muss nicht so sein. Also es kann auch sein, dass es mehrere per Cycle sind, aber dann sollte es angegeben sein. Ihr habt im Hausaufgabenblatt steht ja ganz explizit, wie viele Kerne habt ihr und wie viele Instructions per Cycle habt ihr. Wäre dann bei zum Beispiel wir hätten jetzt 5 Kerne und 5 IPC für einen Kern, wären das dann 25 Operationen, die wir gleichzeitig ausführen können. Also hast du das zusammen sozusagen? 5 Kerne mit 5 IPC ist nach meinem Verständnis so, dass wir dann pro Kern 5 IPCs hätten, also 5 Instructions, die wir da machen können. Da wir 5 Kerne parallel laufen haben, hätten wir 5 mal 5 gleich 25, Ja, richtig? okay. Gut, zurück zu unserer kleinen Rechnung. Den Verbrauch hatten wir eben schon mal. Der hat sich jetzt nicht geändert, die 10 kW. Und jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Bin ein bisschen rausgekommen. Rechnung. Genau, ihr sollt am Ende, wenn ich das richtig sehe, auf Joule pro Sekunde rauskommen. Nicht auf Joule pro Sekunde, auf Joule. Verstehst du? Bei der Energieverbrauch, welcher Energieverbrauch pro Rechner? Das steht nicht. Was ist die Leistung? Also Grundsätzlich ist es.
Genau, aber grundsätzlich hast du recht, es ist äquivalent. Also statt 10.000 Watt könnte ich jetzt auch 10.000 Joule pro Sekunde schreiben. Genau, nee, und dann kommen wir nämlich am Ende auf Joule. Das ist nämlich so dieses Thema mit den Einheiten. Wir müssen am Ende gucken, auf welche Einheit wollen wir eigentlich kommen, beziehungsweise welche Einheit ergibt eigentlich Sinn. Und die 1 Gigahertz ist ja die Einheit S hoch minus 1, also geteilt durch Sekunde oder pro Sekunde. Und das würde sich dann jetzt nämlich alles aufheben. Mach das jetzt mal ein bisschen. Hab das mal für euch hier gerade einmal kurz vor. Wir hätten dann 10.000 Joule pro Sekunde, so rum erstmal. Unterm Bruchstrich kommt dann aber dazu mal die 2 Giga-Operationen pro Sekunde. Also 2 mal 10 hoch 9 wäre das. Und die Einheit S hoch minus 1, also pro Sekunde, würde dann wieder heißen, dass wir es nach oben in unseren Zähler verschieben. So, was habe ich da jetzt gemacht? Also ich habe einmal, wir wollen ja Energieverbrauch pro Rechenoperation. Das heißt, wir nehmen den Gesamtenergieverbrauch, teilen den durch die Anzahl der Rechenoperationen, um dann am Ende zu wissen, wie viel brauche ich dann für eine Rechenoperation. Das steckt da eigentlich nur hinter und führt dann durch die Einheiten aber dazu, dass ich dann von unten wieder quasi ja meine Einheit nach oben dann schiebe. Giga-Operation ist das sozusagen, ergibt sich das einfach ganz normal mit einer Sheet-Operation, weil man damit immer so eine Giga-Operation. Giga-Operation kommt daraus, dass ich einen Gigahertz-Takt habe. Wenn ich jetzt einen Megahertz-Takt gehabt hätte, ganz alte Rechner, Pentium 386 oder sowas, dann hätte ich, also ein Megahertz mal 2 wäre 2 Mega-Operationen pro Sekunde. Ach und bitte nicht siezen. Alles gut, aber ich fühle mich dann fühle ich mich richtig alt. Genau, also die Anzahl der Operationen, das hängt dann eben ja von dem Takt ab. Weil, wie wir hier unten gesehen hatten, das war ja eben dieses, es geht immer hoch und runter und dadurch wird dann immer eine Operation ausgelöst. Und in dem Fall geht es dann eben entsprechende Male dann hoch und runter. Mega-Operation theoretisch wäre dann 10 hoch 6, also es hat immer 1000 sozusagen, tausender Schritte. Na, wer hat seine. Ist es dann 10 hoch 6? Habt ihr euch mit den Einheiten schon beschäftigt? Entschuldigung, wusste ich nicht. Ja gut, Joule Sekunde, das ist auch eher weniger mit der technischen Informatik direkt zu tun. Also es gibt irgendwo in den Folien, ich hoffe, das hattet ihr schon in den Vorlesungsfolien oder sonst kommt es dann noch, sind ja diese ganzen Einheiten und das war das. Nein? Wir haben bis jetzt eigentlich nur Computerhistorie gemacht. Okay. Dann kommt das wahrscheinlich irgendwann demnächst nochmal. Das erklärt es natürlich. Also die wichtigsten Einheiten, also ich dachte, weil vorhin kam ja auch mal die Frage nach Peta schon und so. Die wichtigsten Einheiten ist eben das Kilo, das ist 1000, das ist 10 hoch 3. Dann Mega, das 10 hoch 6. Dann das Giga mit 10 hoch 9. Vielleicht noch das Tera mit 10 hoch 12. Oh, also das, und dann gibt es natürlich halt noch mehr, aber das sind zuerst so mal die allerwichtigsten. Also die solltet ihr auf jeden Fall irgendwie halt einmal dann wissen. Wobei für die Hausaufgaben könnt ihr das dann auch einmal nachschlagen. Übrigens, es wird wahrscheinlich immer mal wieder Aufgaben geben, wo Andreas Meder dann erwartet, dass ihr eventuell auch noch mal einmal irgendwo eine Internetrecherche kurz macht. Also dann nicht verwundert sein, sondern wenn dann irgendwie,
keine Ahnung, das Horner-Schema noch nicht in der Vorlesung dran war, aber eine Aufgabe dazu ist, dann ist es vielleicht so, dass er erwartet, dass ihr euch irgendwie bei Wikipedia euch das vielleicht einmal anguckt oder so. Ist ein blödes Beispiel, weil es ist in der Vorlesung, aber ja. Das nicht schlimm, wenn man so irgendwie mehr oder weniger eins zu eins abschreibt von Wikipedia, weil wenn der uns darauf verweist. Die Aufgabe, wenn es sie so gibt, ich kann ja nur von dem ausgehen, was ich aus den letzten Jahren weiß. Ich weiß nicht, ob dies Jahr die Aufgaben anders sind. Wenn es Aufgaben dazu gibt, dann wird es Berechnungen sein und gegebenenfalls Erklärungen, wie irgendwie was funktioniert. Da könnt ihr dann nicht, das könnt ihr dann nicht eins zu eins so abschreiben, sondern das müsst ihr dann eh in eure eigenen Worte fassen oder ihr müsst eh eine Rechnung ausführen. Ja? Gerade quasi vorbereitet als Aufgabe Platz 2, weil Aufgabe Platz 1 gab es so eine Aufgabe zum Horner-Schema. Und das werden am Ende noch mit Zeit, könnten wir das vielleicht auch nochmal besprechen, auch wenn es ein anderes Aufgabenblatt ist oder. Okay, da müssen wir einmal gucken. Also die Frage, falls es nicht im Stream mit reinkam, war nach der Aufgabe mit dem Horner-Schema aus Aufgabenblatt 1. Wir müssen mal schauen, wie wir zeitlich sind. Vom Grundsatz her hatte ich ja am Anfang vorgestellt, ich gucke mit euch eigentlich immer schon ein bisschen in die Zukunft, weil die Aufgabenbesprechung macht ihr ja auch in den Übungsgruppen nochmal. Aber falls wir am Ende Zeit haben sollten, können wir da gegebenenfalls drauf gucken und oder sonst gegebenenfalls können wir auch zu zweit nochmal irgendwie schauen dann nachher. Genau. Ja, im Chat kam ja auch die Anmerkung, dass so ein bisschen der Kontext an einigen Stellen fehlt. Das ist, glaube ich, am Anfang auch tatsächlich das Schwierige. Also, das vielleicht einmal, um euch da so ein bisschen die Sorge zu nehmen, dass ihr den Kontext nicht ergreift, sondern RSB ist ein Ritt durch die technische Informatik. Und zwar wirklich ein Ritt. Es wird ganz viele Themen werden einmal gestriffen, damit ihr sie überhaupt irgendwie mal gehört habt, damit ihr irgendwo vielleicht ein erstes Grundverständnis bilden könnt. Im alten Diplomstudiengang waren das 2,5 Semester insgesamt als Module, so vom Inhalt grob. Das ist alles eingekürzt worden. Elektrotechnik ist zum großen Teil rausgeschmissen worden. Also es ist schon extrem eingedampft, aber dadurch ist es manchmal dann auch schwierig, irgendwo so diesen roten Faden zu finden. Jetzt am Anfang haben wir so ein paar Sachen mit, okay, wir gucken uns mal eigentlich an, um einfach mal so ein Gefühl für Größenordnung und Berechnung zu haben. Das ist das, was so hinter diesen ersten Aufgabenblättern steht. Oder einfach überhaupt mal so ein bisschen überhaupt so Punkte zu sehen, okay, das ist ein Thema aus der technischen Informatik. Ich sag mal so, im übernächsten Aufgabenblatt fängt es dann an, dass man so ein bisschen so besseren roten Faden dann reinkriegt, weil man dann die Sachen eigentlich verbinden kann und dann sagen kann, okay, wir machen Berechnungen, also gucken uns mit Zahlendarstellungen an, gucken an, warum wir das gemacht haben, damit wir Codierung machen können, damit wir Schaltungen entwerfen können. Aber es ist immer noch, es ist ein Erstsemestermodul. Und es ist halt tatsächlich ein ziemlicher Ritt. Ja, vielleicht, ja, also mal ein ganz guter Hinweis hier. Bitte habt da keine Sorgen, dass an euch was vorbeifliegt vom Kontext, sondern es ist extrem schwierig, weil es sind ganz viele Schlaglichter an der Stelle. Deswegen muss ich aber leider auch immer so ein bisschen gucken, dass ich nicht zu tief in Stellen reingehe, weil wir können uns sehr tief an einigen Stellen sonst verlieren. Und dann, das ist aber dann für euch dann schon wieder zu tief drin. Ja, schnell ist immer relativ. Gut, aber um das jetzt einmal dann abzuschließen, damit wir noch zu den anderen Aufgaben kommen. Genau, wenn wir das zusammengekürzt haben, dann sollten wir da, glaube ich, bei 10.000 Joule durch 2 mal 10 hoch 2 mal 10 hoch 9 kommen. Und das ist dann, wenn man es jetzt irgendwie ausrechnen würde, ein ziemlich kleiner Wert. So. Also das wäre dann der Energieverbrauch pro Rechenoperation in dem Fall für diesen Beispiel. Vom Grundsatz her kann man dann hier wieder gucken, also dieses Thema Einheiten. Man sollte eigentlich eher schauen, dass man immer von den Einheiten dann auch nicht zu sehr
zu viele Kommastellen nimmt. Das wird aber dann später, ich glaube, das kommt vor allem in Mathe dann auch nochmal bei euch, dann das Thema sinnvolle Einheitengrößen. Ja. War zu der, also zu der Rechnung, wo Sie meinten, das ist klar, also mit den Brüchen. Ich dachte gerade eben, dass es klar wäre bei mir, aber ich habe dann doch nochmal gerade nachgerechnet. Und dann da habe ich gerade auch einen Denkfehler drin. Wenn man 10.000 Joule pro Sekunde nimmt, dann kann man ja quasi in den Zähler 10.000 Joule schreiben, in den Nenner Sekunde. Und dann das Ganze teilt durch 9 Milliarden. Also genau, vielleicht für den Leute, die es Also nicht so genau haben. wir haben die 10.000 Joule pro Sekunde und das Genau. Ganze teilen wir mit, ich schreibe mal 2 mal 10 hoch minus 9, nicht 10 hoch minus 9, 10 hoch 9 und das Ganze wäre ja eigentlich nochmal pro Sekunde. Dadurch kommt das aber über den Bruchstrich und dann kann ich das hier wieder wegkürzen. Also weil Hertz als pro Sekunde definiert ist. Oder S hoch minus 1. S hoch minus 1 ist ja das gleiche wie durch Sekunde. Okay. Ja, okay. Nee, okay, dann nicht. Ja, dann wird es ein Doppelbuch. Ja. Dann multiplizierst du wieder an den Zähler. Gut, aber dann haben wir das ja auch rausgenommen. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Das könnt ihr, das könnt ihr, das könnt ihr. Wir sollten vielleicht noch mal kurz auf die Subaufgabe D gucken, aber das auch nur irgendwie kurz. Da geht es darum, um jährlich prozentual. Wie viel Prozent jährlich? Lesen wir es halt ab. Wie viel Prozent jährlich sind die Strukturgrößen und so weiter gesunken oder gestiegen? Das heißt, da geht es um ein Wachstum oder eine Verringerung. Habt da jemand eine Idee, wie man ein Wachstum oder eine Verringerung berechnen kann? Was da an Werten, was wir da berücksichtigen müssen? Also es geht um den Vergleich von den beiden Prozessoren. Es geht in dem Fall um Vergleich von zwei Werten, ja. Und wir berechnen einfach die Taktfrequenz aus dem späteren Jahr und dann durch das frühere Jahr, und dann haben wir ja ein Verhältnis, was wir dann im Prozent umwandeln können. Okay, genau. Also wir haben einen Unterschied von Jahren. Das müssen wir berücksichtigen. Wir haben eine, nennen wir es mal hier einfach nur Taktfrequenz 1 und eine Taktfrequenz 2. Das ist das eine, was wir haben. Da können wir ein Verhältnis berechnen. Das ist richtig. Dann müssen wir was noch berücksichtigen? Ja? Ehrlich werden erfolgt. Wir haben jetzt auch eine 10-Jahre-Frage. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sich pro Jahr durchschnittlich gleich verändert hat. Das heißt, wir teilen den Prozentsatz einfach durch 10. Je nachdem, ob es halt sich gestiegen hat oder gesunken ist. Richtig, also dieser Prozentsatz ist genau richtig. Wir haben ja nicht nur ein Jahr vorliegen, wir sollen es aber jährlich angeben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch teilen. Und überlege ich gerade, ob du hast nochmal einen anderen, also ob auf dem Rechenweg, du würdest das jetzt so teilen wollen, ne? Durch Anzahl Jahre, richtig? Ist eine Taktfrequenz 1 von dem höheren Jahr gemeint? Sehr guter Punkt, darüber haben wir nicht gesprochen. Das Taktfrequenz 1 wäre eigentlich das spätere Jahr. Sollten wir es Taktfrequenz 2 eigentlich nennen, das andere 1. Muss man den nicht 2 und 1 verteilen? Ja, Machen wir es mal so.
Dass wir das dann nicht durch die Differenz von den beiden Jahren teilen. Also sozusagen die Differenz von der Taktfrequenz, also das Verhältnis von der Taktfrequenz geteilt durch die Differenz der beiden Jahre. Dann gibt es noch so 10 kleine Verhältnisse, wie viel wir pro Jahr an Taktfrequenz gestiegen oder gesunken sind. Genau, das muss die Differenz sein, das ist richtig. Meinte ich zwar auch mit Anzahl Jahre, aber kann das nochmal da Bei irgendwie diesem hinschreiben. einen gehen wir ja dann wahrscheinlich davon aus, dass pro Jahr die Taktfrequenz gleichmäßig steigt. Genau, wir haben keine anderen Infos, die uns gesagt hätten, dass die Taktfrequenz unterschiedlich steigt pro Jahr. Also müssen wir davon ausgehen, dass es jedes Jahr gleich steigt. Ja. Gut, genau, also können wir auf die Art und Weise an den Wert uns annähern. Wir können natürlich auch schauen, dass wir wissen, dass wir eine Skalierung haben, die sich ergibt. Also was heißt denn das? Was heißt denn prozentual eigentlich? Prozentual heißt, wir haben einen Wert. Und wenn es sich nicht steigern und nicht verändern würde, dann würden wir mal 1 irgendwie am Ende des Ganzen haben. Also dann ist es immer jedes Jahr das Gleiche. So, wenn wir jetzt aber eine Steigerung, ja? Ah, nee, das macht den Fehler nicht. Okay. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben hier irgendwie eine Skalierung in dem Ganzen drin, oder einen Steigerungsfaktor, dann könnte es sein, dass wir zum Beispiel auf 1,5 irgendwie kommen. Also dass wir dann eine Steigerung von 0,5 haben pro Jahr dazu. Und jetzt hattest du schon richtig gesagt, dass das Ganze, ja über ein paar Jahre ist. Also zum Beispiel, weil ich das jetzt gerade noch schreiben kann, wenn es 3 Jahre wären, dann hätten wir über 3 Jahre einen Steigerungsfaktor. Ja? Jahre, glaube ich, jetzt. Achso, kann ich auch schon. Achso. Ich habe jetzt einfach mal 3 Jahre genommen. Ich Aber hätte. dann nehme ich das auch. Genau, wir wollen nicht das Aufgabenblatt lösen, und außerdem ist eine hoch 10 ist immer so ein bisschen anstrengender zu schreiben hier. Eine hoch 3 kriege ich schneller geschrieben. Also das wäre jetzt ein Beispiel für 3 Jahre. Und was in diesem Zeitraum sich ändern würde, wäre eben genau der Unterschied zwischen dem Wert. Dem von Jahr spät zu, ich nenne es jetzt Jahr früh einfach mal. Dieses Verhältnis, was wir eben auch schon hatten. Muss mal kurz woanders hinschieben. Nein. Müssen wir eigentlich noch die Kern da jetzt noch mal. Also könnt ihr das nachvollziehen, dass wir ja eigentlich eine Skalierung haben in irgendeiner Form, zum Beispiel einen Steigerungsfaktor über mehrere Jahre. Und das, was über diese Jahre erzeugt wird, ist genau der Unterschied zwischen dem, was wir in dem Jahr, also was wir dann vorher hatten und was wir dann später hatten. Also das ist jetzt nicht das Jahr, sondern vielleicht sollte ich Wert des Jahres schreiben. Nicht, dass dann nachher jemand irgendwie das Jahr selber schreibt. Das wäre jetzt irgendwie doof, sondern es ist ja der Wert von dem Jahr. So, und das heißt, wir haben einmal das Verhältnis auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite das, was an Steigerung insgesamt dann war. Und da müssen wir dann gucken, dass wir das zu welchem Wert auflösen. Was ist quasi die Variable, die wir am Ende.
bei der Formel brauchen, ja? Ne? Ja? Also halt diese, ja, den Faktor, wir wollen ja auch den Faktor Genau. Genau, das heißt, im Endeffekt müsst ihr dann diese Formel dann zum Beispiel auflösen in Richtung des Steigerungsfaktors. den dann prozentual. Und den dann prozentual angeben wäre gut, ja. Die Strukturgröße, damit ist tatsächlich, ja, damit ist das gemeint, was bei euch unter Technik steht in der Tabelle. Ja, also so von wegen wie, was sind das, die Leitungsbahnen, glaube ich. Also 32 Nanometer Technologie und 14 Nanometer Technologie, das ist mit Strukturgröße gemeint. Theoretische Rechenleistung ist einfach das normale, das war. Oder ist das für mich was anderes? Die theoretische Rechenleistung wäre. Das wäre das, was ihr berechnet habt bei der Anzahl Rechenoperationen, die insgesamt geleistet werden könnten. Also so und so viel Gigaoperationen pro Sekunde. Das wäre die theoretische Rechenleistung. Also zumindest verstehe ich die Aufgabe so an der Stelle. Ohne Garantie, weil ich kann nicht am Ende genau in alles sagen. Ich versuche so Gutes zu sehen, aber so, das wäre das, was ich da an der Stelle nehmen würde. Gut, dann. Ich jetzt gerade vielleicht einmal, damit wir in ein anderes Themengebiet kommen, gucken wir uns erstmal Aufgabe 3 an. Hardware und Software. Die Aufgabe ist, in welcher Hinsicht sind Hardware und Software gleichwertig bzw. nicht gleichwertig? Schreiben Sie kurz Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Das ist so eine typische Aufgabe, wo ich vorhin schon sagte, ihr sollt dann nicht 3 Seiten Text produzieren, sondern es geht darum, kurz Gemeinsamkeiten, kurz Unterschiede aufzulisten. Meistens sind das irgendwie 3 bis 5 Punkte vielleicht also kann ich jetzt nicht generell für jede Aufgabe sagen, aber einfach nur von der Größenordnung. Der Kern der Aufgabe ist, es soll halt dann nachher sichtbar sein, dass ihr euch mit dem Thema auch beschäftigt habt und irgendwie versucht habt zu durchdenken, was ist denn das Gleiche. Das heißt, die Bewertung durch die Übungsgruppenleiter ist immer auch so ein bisschen schwierig, weil ne, man hat mal so vielleicht noch ein paar mehr Stichwörter da drin, mal ein paar weniger, aber es geht halt eben darum, sich viel damit auch beschäftigt zu haben. Also wundert euch nicht, falls ihr eventuell in unterschiedlichen Übungsgruppen leicht unterschiedliche Bewertungen kriegt, weil das ist immer sehr schwer zu bewerten. Vielleicht auch für insgesamt die Punkte. Ich weiß nicht, was eure Übungsgruppenleiter euch gesagt haben. In der Regel ist es einfach wichtig, dass ihr dran bleibt, dass ihr mal die Übungsblätter abgebt und wenn es dann nachher irgendwo doch mal knapp werden sollte mit einem Blatt, findet man meistens einen Weg, solange ihr halt regelmäßig euch damit dem Stoff beschäftigt habt und abgegeben habt. Also nicht irgendwie aufhören und zu sagen, oh Gott, ich schaffe die Punkte jetzt ja nie im Semester, weil ich bin jetzt schon bei 45%, sondern versucht trotzdem dran zu bleiben. Ja. Ja, die Frage, ob in Stichpunkten oder in Textform. Es muss jetzt kein langer Fließtext sein. Man kann es in Text schreiben, man kann es in Stichworten schreiben. Das ist, wenn es nicht vorgegeben ist, ist es offen. In dem, was als Musterlösung rausgegeben wird, ist es häufiger eher in einer Fließform. Als Übungsgruppenleiter finde ich es meistens in Stichpunkten etwas einfacher zu korrigieren.
Aber im Endeffekt ist beides richtig, solange halt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten berücksichtigt sind. Wenn es nicht explizit vorgegeben ist, ist beides okay. So, und jetzt aber mal inhaltlich darauf. Was würden wir denn, also vielleicht erstmal das gleichwertig. Können sie gleichwertig sein? Sind Hardware und Software gleichwertig? Was würdet ihr da so sagen? Ja? Aber auf der anderen Seite haben wir über virtuelle Maschinen geredet und das bildet. Ja, ach nee, das bildet auch in der Software ab, ne? Na, aber virtuelle Maschinen ist ein gutes Stichwort. Virtuelle Maschinen bilden im Distanz Endeffekt, eines Computers ab. ja, sie bilden Distanz eines Computers. Also im Endeffekt, virtuelle Maschinen machen ja genauso das, dass sie eigentlich Hardware nehmen und sie nachbilden. Das heißt, man kann mit Software Hardware nachbilden. Klar, auf der untersten Ebene braucht man irgendwo, irgendwas muss die virtuelle Maschine betreiben. Also irgendwo braucht man am Ende einmal eine Hardware, aber man kann eigentlich ganz viel an Hardware mit Software abbilden. Das heißt, in die Richtung ist eine Gleichwertigkeit. Wie sieht es umgekehrt aus? Ja? Man braucht auf der untersten Ebene ja trotzdem irgendwie eine Hardware, auf der selbst eine virtuelle Maschine laufen muss. Also man kann nie die einzelnen elektronischen Schaltungen, die wirklich das Gerät, auf der die virtuelle Maschine dann läuft, letzten Endes, mit Software realisieren, sondern man braucht dann immer noch eine Hardware-Lösung. Ja, also ja, man braucht auf der untersten Ebene Hardware, aber wie ist das eigentlich? Ich stelle mal jetzt die ganz krasse Frage, kann ich jede beliebige Software in Hardware umsetzen? Was meint ihr? Es ist jetzt so 50-50, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, aus einem Grund. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, aber ich glaube auch bevor, so Konrad Zuse oder so hat ja schon da, bevor man so mit Software, auf der anderen Seite lernt, Programme waren dann vielleicht schon Software, man hat es einfach dann auf Postkarten oder so. Also nicht Software, wie man sich heute vorstellt, aber ich glaube, man braucht immer Software. Das wollte ich dann. Okay. Ich glaube tatsächlich mittlerweile nicht. Weil man kann, glaube ich, alles, letztendlich basiert alles auf Nullen und Einsen und man kann eigentlich alles ja, umrechnen auf Nullen und Einsen und dann braucht man einfach nur ein Schaltsystem mit Kondensatoren oder Transistoren, halt eben die schalten, also eine Energieeinheit, Schaltsystem. Genau, man kann tatsächlich in der Theorie und wenn man will, auch in der Praxis alles umrechnen, von der Software in irgendeine Form an Schaltung. Also vom Grundsatz her ginge es, weil ich kann jede Schaltung oder jede Funktion, da kann ich eine Schaltung zu bauen. Aber was ist das Problem? Jetzt kommen wir vielleicht so zu den Unterschieden zwischen Hardware und Software. Ja? Also eine Schaltung wäre halt unglaublich groß, kompliziert zu bauen und würde wahrscheinlich sehr viel Energie verbrauchen. Wogegen das halt eben, wenn man es programmiert, halt super effektiv alles laufen würde und Okay. nicht so fehleranfällig. Genau, also die Größe ist auf jeden Fall ein gewisser Punkt. Man könnte jetzt sagen, wenn man das alles nur abdeckt in Hardware, ja, könnte es sein, dass man vielleicht mehr Platz verbraucht. Ich finde den Punkt Fehler von dir ganz interessant. Wie ist denn das, wenn ich einen Fehler habe? Ich sehe, dass du dich meldest. Wie ist denn das, wenn ich einen Fehler habe in der Hardware? Ja. Quasi nochmal umständlich wahrscheinlich umbauen. Bei der Software ist das der Vorteil, das ist dann in Form von Code wahrscheinlich und dann kann ich den Code einfach umändern. Das ist ja richtig unkompliziert. Da hat man mal vielleicht einen Fehler drin und dann kann man den quasi ausbessern, wenn man die Methoden und so fort ganz gut benannt hat. Das ist natürlich mit der Voraussetzung, dann geht es einfach. Und ich würde sagen, ein weiterer Vorteil ist, Software, dadurch, dass man quasi nur diese höheren Sprachen hat, ist es für den Menschen auch intuitiv leichter zu verstehen wahrscheinlich, was eine While-Schleife ist, anstatt das kompliziert vielleicht mit so einer Schaltung zu realisieren. Also der Punkt mit den Fehlern auf jeden Fall richtig, genau. Also das Hardware ist sehr kompliziert, dann Fehler da auszubügeln. Eventuell muss man dann alles wegschmeißen und eine komplett neue Hardware-Generation dann produzieren.
Bei Software kann man das dann halt per Softwareanpassung lösen. Software ist für den Menschen, wenn man in der Hochsprache sich befindet, nicht auf Maschinensprache, unten auf Ho in der Hochsprache ist es einfacher verständlich, das stimmt auch. Gibt es denn etwas oder weiß jemand von euch, wo es denn sich aber, also das klingt ja alles nach, wir sollten alles in Software machen, aber gibt es denn etwas, wo jemand von euch sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich der Punkt, warum man etwas in Hardware umsetzen sollte, möglichst viel? Ja? Scheitern, um eine Atomrakete zu starten. Ich will niemals also Touchpad-Ding machen, sondern, weil wenn da irgendwas auf dem Display draufhält, dann ist mal so eine Atomrakete vielleicht ausgelöst. Klar ist das nicht so einfach möglich, aber Okay, das ist aber mehr, mit einem roten Button. das ist, glaube ich, mehr der Unterschied, ob man den Schalter mechanisch oder anders macht. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, ob ich irgendwo was, ob ein Programm in Hardware oder Software umsetze. Du noch eine andere Idee? Das aber generell vielleicht bei kritischer Infrastruktur sinnvoll sein kann, vielleicht nicht die Software zu verwenden, weil man sich ja dann auch so in gewisser Weise vor Hackerangriffen schützen kann, wenn man eher dieses aufwendige Hardwareverfahren zum Beispiel hat. Aber das wäre dann wahrscheinlich, nee, das wäre dann wahrscheinlich gar nicht Digitaltechnik mehr, sondern das wäre dann mechanische Technik. Ist schon tatsächlich ein Punkt, den man mit aufführen könnte, der Sicherheitsaspekt, weil natürlich eine Hardware nicht so einfach geändert werden kann von fern, im Gegensatz zu einer Software. Natürlich muss man erstmal die Sicherheitslücken haben und alles, aber wenn die Hardware erstmal gebaut ist, dann muss man sich schon physisch mit dem Lötkolben daran setzen, um sie wieder zu ändern. Könnte man insofern sehen. Ich will noch auf einen anderen Punkt raus. Im Chat wurde jetzt hier geschrieben, schneller. Ja, es hat was damit zu tun mit dem schneller. Es kann sein, dass es bestimmte, also wenn man eine Hardware-Schaltung auf einen bestimmten Anwendungszweck extrem optimiert, also nicht als General-Purpose-Prozessor für alle möglichen Anwendungsfälle, sondern für einen konkreten Anwendungsfall extrem optimiert, dann kann man halt auch dran gehen, dann kann man sowas wie mit Energieverbrauch optimieren, dann kann man Geschwindigkeit optimieren, dann kann man Größe optimieren. Und dann kann es sich halt lohnen, das auch wirklich umzusetzen. Das, was wir in unseren ganzen Rechnern hier haben, das sind ja im Endeffekt Multifunktionsprozessoren, die alles Mögliche an Anwendungsfällen abdecken können. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen für genau den Anwendungsfall, beispielsweise meinetwegen für deine Atomrakete, irgendwo was, wo wir etwas haben wollen. Das muss 30 Jahre laufen, weil das 30 Jahre im Silo laufen können muss. Also muss es extrem energieeffizient sein und dann ist das eine Schaltung, die ohne dass jemand daran kann, laufen können soll. Das ist natürlich ein sehr abstraktes Beispiel. Wahrscheinlich. Im Auto haben wir, glaube ich, mittlerweile auch sehr viele Multifunktionsprozessoren. Also auch eher so allgemeine. Tatsächlich, also das wäre eine Sache, da könnt ihr vielleicht mal Andreas Meder fragen. Ich habe so den Eindruck, wo das tatsächlich es mehr hingeht, dass wir früher mehr Spezialhardware hatten und heute immer weniger, weil es immer einfacher ist, mit einer Hochsprache darauf zu programmieren. Und halt auch, wenn man für jeden Anwendungsfall was wieder einen neuen Prozessor macht, muss man den halt auch erstmal entwickeln, muss den testen. Das sind halt jeweils auch Kosten, die dann da reinkommen. Das ist immer, ja, wenn ich einen habe, ne, ich habe hier meinen Intel-Chip oder so, wenn ich den nehme, setze ich hier rein, da rein, dort rein, alles gut. Aber wenn ich für die drei verschiedenen Anwendungsfälle drei einzelne Chips habe, brauche ich hier einen Experten, der erstmal jeweils mir den designt, eine ganze Produktionskette und so weiter. Waschmaschine oder so. Brauche ja eigentlich hat den ja nur drei Funktionen oder so oder vier. Braucht ja keine komplizierte, nichts kompliziertes. Aber die müsste jetzt auch nicht schnell sein, deswegen. Also ein Beispiel für schnell könnte zum Beispiel sein, wenn man sich Echtzeitsysteme anguckt. Also wenn du dir, nehmen wir mal einen Roboter, nehmen wir einen humanoiden Roboter, der
sehr schnell das Kamerabild verarbeiten muss, damit er nicht hinfällt, damit er den Bein an der richtigen Stelle, also beim Gehen, das Bein an der richtigen Stelle hinsetzt. Das zum Beispiel wäre etwas, wo man optimieren könnte mit einem speziellen Prozessor, um da mehr Geschwindigkeit zu haben. Auch da, die heutigen Prozessoren, wir haben im Moment so viel Leistung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meiste Leistung unserer Rechner nutzen wir eigentlich gar nicht aus. Im Moment ist es so, dass wir nicht den großen Bedarf wie früher hatten, dass die Sachen extrem sparsam sind, extrem schnell sind. Aber es kann sein, dass sich das auch wieder ändert mit neuen Anwendungen. So, jetzt einmal da noch. Vorstellen, dass man jetzt nur Hardware-Realisierung hätte für ein Anwendungsfeld, dass man dann in den Rahmen dann das ganze Programm quasi direkt reinschreiben würde. Das wäre dann ja auch eine Art Software, oder? Du hättest, also wenn wir es komplett in Hardware umsetzen, hättest du eigentlich nicht mal wirklich einen RAM, sondern es wäre einfach nur, du drückst irgendwo einen Schalter, ja, das ist mechanisch dann erstmal und dadurch würde eine Stromzufuhr durchgehen und die wird dann von den einzelnen Bauteilen schon wieder verarbeitet, ohne dass da noch irgendwo eine Software ist. Also das ist schon das Extrembeispiel. Meistens hat man irgendwo eine Mischung, dass es dann irgendwo kleine Programme gibt, die dann so einen speziellen Prozessor unterstützen. Gut, ich glaube, jetzt habt ihr aber ganz viele Sachen, die ihr als Stichwörter nutzen könnt. Hoffe ich jedenfalls. Und genau, dann schauen wir uns einmal an die Aufgabe 2.2. Da hieß es Ebenen eines Digitalrechners. Was steckt da eigentlich hinter der Aufgabe? So, vielleicht einmal ein Problem, was einige haben bei der Aufgabe, ist häufig zu verstehen, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Also es geht um verschiedene Ebenen. Das heißt, wir haben Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene 0. Da haben wir einen Befehl und eine gewisse Ausführungszeit für diesen Befehl. Also sagen wir mal, der beträgt, was wie es in der Aufgabe auch ist, der hat irgendwie k Nanosekunden. Das ist für einen Befehl. So, es gibt es auf der Ebene 0, aber nicht nur einen Befehl, sondern es gibt viele weitere, die auch auf der Ebene 0 existieren. Ganz friedlich erstmal. Kann eine ganze Menge sein. Und jeder dieser Befehle braucht k Nanosekunden. So. Das wäre quasi wie wenn wir uns auf unterster Maschinenebene befinden, Maschinensprache. Und jetzt hatten wir schon gesagt, es gibt ja Hochsprachen, dass man irgendwo ein bisschen weiter über ist in dem Ganzen. Dann kann es halt sein, und das ist das, worum es hier auch in der Aufgabe geht, dass ein Befehl auf einer höheren Ebene mehrere Befehle auf einer unteren Ebene benutzt. Das heißt, wenn ich hier einen Befehl auf der Ebene 1 habe, dann brauche ich eine gewisse Anzahl Befehle. Mach das mal so ganz vorsichtig. Also es könnte sein, dass das hier schon reicht. Es könnte sein, dass das mehr sind. Es ist angegeben als es sind insgesamt Befehle der niedrigeren Ebene. Das ist das, wo so die Grundidee ist. Also das heißt, ich habe hier einen Befehl, dann brauche ich aber NI-Befehle der niedrigeren Ebene. So, was weiß ich über die niedrigste Ebene? K-Nanosekunden Ausführungszeit. Wenn ich mir jetzt diesen Befehl hier anschaue, welche Ausführungszeit hat der denn dann? Ja? Ja, also es wären also zwei N soweit richtig im Sinne von N-Befehle der niedrigeren Ebene. In dem Beispiel vielleicht hier N. In dem Beispiel hier vielleicht K, vielleicht aber braucht es auch mehr. Aber was
Was muss ich da? Das sind jetzt nicht 2 Nanosekunden, die Ausführungszeit für den Das Befehl. ist eine Variable, also 2 km/s, oder nicht? Also für das Beispiel, genau, für das Beispiel wären das dann 2 k-Nanosekunden. Wenn ich den hier die Grenze sage und ich brauche für einen Befehl tatsächlich 2 Befehle der niedrigeren Ebene, dann wären das 2 k-Nanosekunden. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, wie viele ich von der niedrigeren Ebene brauche, so wie es angegeben ist, wo dann nur gesagt wird n Befehle der niedrigeren Ebene, was ist dann meine Zeit für einen Befehl hier oben? Ja? N mal 2 km/s. Hm, fast. N ist richtig schon mal, dann. Also einfach nur n k Nanosekunden. Das i müsste ich dazu schreiben, oder? Oder müsste ich sagen n i k Nanosekunden? Okay, genau, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Details. Was brauchen wir? Ni, das Ni ist insofern ja ein Punkt, dass wir hier eine Verallgemeinerung haben der unteren Ebene i. Also das sollten wir dann schon noch mit dazu schreiben. Genau, das heißt, wenn wir uns nur 2 Ebenen anschauen, dann müssen wir gar nicht wissen, wie viele Befehle ich brauche aus der niedrigeren Ebene. Sondern ich kann allgemein erstmal sagen, in dem Fall n Befehle der niedrigeren Ebene mal das, was halt die Ausführungszeit ist der niedrigeren Ebene. Das ist jetzt natürlich nur mit 2 Ebenen. Jetzt kann man das Ganze noch mit mehr Ebenen machen. Und ich würde euch für die Hausaufgabe empfehlen, dass ihr euch sonst gegebenenfalls auch versucht, einmal macht euch so eine kleine grafische Skizze vielleicht zu überlegen, wie ist das eigentlich aufgebaut. Was heißt das eigentlich mit dieser Schachtelung? Im Endeffekt ist das einfach weiter geschachtelt. Und dass ihr euch daraus dann eine allgemeine Formel dann herleitet. Sie ist nicht lang, die Formel. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen eine zweite Ebene hätten, würde das dann auch sein, dass bei der zweiten Ebene man ni Befehle benötigt, dann müsste man dann eine andere Variable nehmen für die untere, also sozusagen von der 2 gesehen, die untere Ebene. Was machen wir in so einer Frage, in so einem Moment, wenn wir so eine Fragestellung haben? Wenn wir nicht wissen, okay, was bedeutet das? Müssen wir davon ausgehen, dass es dann missbrauchen wir eine andere Variable oder ähnliches? Wolltest du gerade? Ja, in dem Fall braucht ihr nichts aussuchen, sondern wenn wir da Unsicherheit haben, wir gucken nochmal in den Aufgabentext. Was steht denn da eigentlich drin? Jeder dieser Interpreter benötigt n Befehle der niedrigeren Ebene i. Das heißt, es gilt immer, dass es n Befehle der niedrigeren Ebene sind. Und damit wir alles mit den Variablen n auch benutzen können. Und wir haben natürlich irgendwie quasi ein N0, also für die Ebene 0. Wir haben ein N1 für die Ebene 1. Aber es ist immer irgendwie eine Anzahl von N-Befehlen der niedrigeren Ebene. Genau, dieses N1, N2, N0, das ist dann auch das, was in Aufgabenteil B, was dann da entsprechend für die Ausführungszeiten ist. Da habt ihr dann für die einzelnen Ebenen unterschiedliche Ausführungszeiten gegeben. Nee, nicht für die einzelnen Ebenen, die Ausführungszeiten, unterschiedliche Anzahl von Befehlen. Also da habt ihr dann das n tatsächlich als Wert dann auch gegeben bekommen. Okay. Dann gucken wir uns nochmal zum Abschluss an. 2,4, wenn jetzt Darf keine. ich kurz noch eine Frage Ja? vorher? Also, das ist B. Und zwar, theoretisch, also entschieden, nehmen Sie als Faktoren zum Beispiel N0 gleich 10. Also, was meine Meinung ist, N0 würde heißen,
Anzahl der Befehle auf eben 0. Da verstehe ich, was soll der sinnvolle Faktor sein? Naja, was hatten wir hier in unserem Beispiel? Wir haben gesagt, wir wissen erstmal vielleicht gar nicht, was unser n ist, solange bis uns gesagt wird, wie viele Befehle der niedrigeren Ebene brauche ich. Und dann hatten wir ja hier das Beispiel, wo wir gesagt haben, hier ist der Wert gegeben, ich brauche den Wert von zwei Befehlen der niedrigeren Ebene, um meinen Befehl der Ebene 1 umzusetzen. Das wird so Und damit ist dann ja. mein n gegeben. Also das heißt, ich brauche hier ja, zwei. Ja, okay. 10 Befehle von Ebene 0 für sozusagen einen Befehl aus Ebene 1. Genau, und Das ist so 15 das Ziel. von Ebene 1 für einen Befehl der Ebene 2 und so weiter. Gut, dann schauen wir uns nochmal an. Stellenwertsysteme. Stellenwertsystem oder einfach Zahlensystem. Das, was ihr aus normalen Unterricht, bisher aus der Mathematik kanntet, ist ja das Dezimalsystem. Ist das Dualsystem schon in der Vorlesung dran gewesen? Dual- oder Binärsystem. Auf jeden Fall war es in FD1 Teil, aber nicht, ich glaube, in der Okay, FD. also dann vielleicht erstmal ganz grundsätzlich vorweg, was heißt es eigentlich, ein Stellenwertsystem zu einer Basis? Das hängt davon ab, abhängig von der Basis ist, wie viele verschiedene Stellen ich habe und bei einem Moment, falsche Ebene. So, und wenn ich ein Binär- oder Dualsystem habe, dann habe ich die Basis 2. Die einzigen Werte, die ich da habe, sind 0 und 1. Und danach bin ich dann schon eine Stelle weiter. Also ich zähle ja durch im Binärsystem 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Also es kommt nie eine 2 oder 3 oder 4 als Ziffer vor. Das Ganze kann ich auch haben zur Basis 3. Welche Ziffern kommen da vor? Ja? Genau, 0, 1 und 2. Und so würde ich dann auch durchzählen. 0, 1, 2. Das nächste wäre dann das müsste dann die 1, 0 sein. Rechnen, rechnen. 1, 2. Also 0, 1, 2. Dann müssten wir eigentlich auf der 1, 0 dann nämlich ankommen. 1, 1, 1, 2 und dann die 2, 0. Also das wäre dann halt jetzt im System zur Basis 3 hochgezählt. So, das heißt, Stellenwertsystem zur Basis irgendwie heißt erstmal nur, dass es. Damit wissen wir, wie viele Ziffern haben wir für eine Stelle zur Verfügung. Die Werte, die wir haben, sind dann aber teilweise ähnlich oder gleich. Also das, was ihr kennt, darauf wollte ich, dann gehen wir mal zurück, ist ja das Dezimalsystem. Da haben wir die von 0, schreibt ihr jetzt nicht alle auf, bis 9 die Ziffern. Und das Ganze ist ja äquivalent mit einigen Werten aus dem Binärsystem. Also wenn ich binär hochzähle, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, das könnte ich noch viel weitermachen, dann ist das Ganze in Dezimal 1, Quatsch, 0, 1, 2, 3, 4. Also es gibt immer irgendwie, dass man das eine Zahl in dem einen Stellenwertsystem hat irgendwie ein Äquivalent in dem anderen. Das kann aber sein, dass dann eine Zahl wie die 4 im Zehnersystem oder Dezimalsystem hier mit einer Stelle geschrieben wird und im Binärsystem brauche ich schon drei Stellen dafür. So, genau, und deswegen Stellenwertsystem zur Basis irgendwas. Wie ist das jetzt bei euch im Hausaufgabentext? Genau, da wird auch gesagt, Stellenwertsystem zur Basis irgendwas. Das sagt mir also eigentlich,
In welchem Zahlensystem bin ich unterwegs? So, Hausaufgabe habt ihr drei als Basis, wir haben jetzt mal vier. Und um von einem System ins andere zu kommen, wenn man das jetzt nicht gerade im Kopf genau weiß, diese Äquivalente als Tabelle, da gibt es Umrechnungsmöglichkeiten. Hat das irgendjemand zufällig irgendwo so ein bisschen neugierig gewesen zu gucken, wie man umrechnen kann von einem System in ein anderes? Gibt mehrere Möglichkeiten, ja? Dezimal, dann hast du, ins Dezimalsystem hatte ich das mal gesehen. Das war so, dass man dann, glaube ich, immer guckt, ob man teilt immer, und ob das dann, wenn das dann gerade ist. Nee, sorry, vom Dezimalsystem ins Binärsystem. So, man teilt die Zahl durch 2, schaut dann, ob quasi den Rest rauskommt oder nicht. Und je nachdem, so schreibt man das dann quasi andersrum in die Zahl. Es kommt ja immer ein Rest davon 0 oder 1. Genau, also es gibt ein Verfahren, das hast du vom Grundsatz her schon genau richtig beschrieben, das nennt sich das Divisionsrestverfahren. Dann nehme ich mir meine Zahl aus dem Dezimalsystem hier, also zum Beispiel eben die 1032, und teile sie durch die Basis des Systems, in das ich das umwandeln will. So, und falls irgendjemand sich fragt, warum steht hier 1032-10, das ist, damit ich das etwas schneller tippen kann bei manchen Sachen hier. Das ist eigentlich nur eine andere Schreibweise für eine tiefgestellte 10, also 10, 32 und dann die 10 hier unten. Diese tiefgestellte Zahl in RSB zeigt in der Regel an, welches Zahlensystem es ist. Also ob man jetzt irgendwie da eine 2, eine 10, theoretisch eine 3, eine 4, eine 16, was auch immer haben kann. So, aber die Berechnung, genau, wir nehmen die Zahl, wir teilen sie durch die Basis des Zielsystems. Dann fangen wir einmal an zu rechnen. Ist genau, kurzes Kopfrechnen, 258. Wir haben dann einen Rest von 0 in dem Fall. Also wir müssen den Rest müssen wir immer aufschreiben, ob wir ihn haben oder nicht. Und dann gehen wir weiter, machen das Ganze mit unserer 258, also das hinter dem Bruchstrich und hinter dem Gleichheitszeichen. Und ich glaube, ich nehme mal jetzt etwas, was ihr besser lesen könnt. Also, was hatten wir? 10,32 geteilt durch 4 ist gleich 258 Rest 0. Dann 258 geteilt durch 4 ist gleich 64 Rest 2, kann das sein? 64 geteilt durch 4 wäre dann 16 Rest 0, meine ich. Ich So. Genau, 1 durch 4 ist 0 Rest 1. Also wir müssen am Ende ja irgendwo dann auch das Ganze runterbrechen bis zu einem letzten Punkt, wo wir dann das Ganze auch also abbrechen können. Und wenn wir vom Dezimal nach Dual wechseln, dann sind wir hier am Ende in der Regel bei dann einem 1 geteilt durch 2 gleich 0 Rest 1. Das ist dann das, wo wir von Dezimal nach Dual in der Regel aufhören. Wir sind jetzt hier bei 1 durch 4 gleich 0 Rest 1 mit dem Vierersystem halt. Und jetzt haben wir schön die Reste aufgeschrieben, aber was machen wir mit den Resten? Es sollte uns ja helfen, dass wir eigentlich dann die Zahl im Vierersystem dann wissen. Einfach waagerecht nebeneinander aufgeschrieben. Okay, waagerecht nebeneinander, von wo aus? Die oberste Zahl ist links,
und dann nach rechts. Also würde ich mit nur ein C machen. Nicht ganz. Block so runterfallen. Also quasi nach Start der 1, dann kommt 0, 0, 0, 2. Genau, also wir würden von unten nach oben das Ganze aufschreiben. Wäre auch sonst irgendwie komisch, sonst haben wir eine führende 0 am Anfang. Also das wäre dann auch irgendwie schwierig. Das heißt, unser Wert ist dann hoffentlich 1, 0, 0, 2, 0. Das Ganze im System zur Basis 4. Und das Ganze könnten wir jetzt auch noch mal prüfen, ob das auch richtig ist, indem wir mit Potenz reinarbeiten, was übrigens auch eine Möglichkeit ist, die man nutzen könnte, um das Ganze umzurechnen. Aber zur Prüfung können wir uns das anschauen. Das heißt ja, dass wir immer einmal 4 hoch irgendwas vorliegen haben. Also auf der letzten Stelle ist es mal 4 hoch 0. Ne? Irgendwas hoch 0 hat immer den Wert 1. Und das ist genau das, was wir hier auf der letzten Stelle hätten. Entweder kommt dann da die 1 oder nicht die 1 bei 4 hoch 1. Haben wir nicht vorliegen, also wäre das 0 mal 4 hoch 0 plus 2 mal 4 hoch 1. Die haben wir. Nächste Stelle wäre 4 hoch 2, 4 hoch 3, 4 hoch 4, 4 hoch 5 ist dann das, was wir nochmal haben. Also noch einmal 4 hoch 5. So, und dann wäre es jetzt natürlich praktisch, jetzt haben wir hier gerade keine Tabelle dazu. Was ist das jeweils? Also 2 mal 4 hoch 1. 4 hoch 1 ist ja 4, das heißt, da haben wir den Wert 8. Und einmal 4 hoch 5. Wenn man das nicht weiß, dann kann es. Genau, ich wollte nur gerade einmal darauf hinaus, wenn man das gerade nicht weiß, dann kann man irgendwo eine kleine Nebentabelle sich einmal machen. Also 4 hoch 0 wäre 1, 4 hoch 1 wäre 4, 4 hoch 2 wäre 16. 4 hoch 3 wäre dann 64. 4 hoch 4 wäre dann nochmal 256, danke. Und dann die 4 hoch 5 sind dann die 1024. Was dann wieder 1032 sind und damit haben wir also auch richtig gerechnet an der Stelle. Ist manchmal nicht verkehrt, seine Rechnung nochmal zu überprüfen. So, wenn ich die Potenzen ganz gut kenne, die Potenzreihen, also was ist 4 hoch 1, 4 hoch 2, 4 hoch 3, könnte ich theoretisch dann auch ein Abziehen machen damit, indem ich halt anfange 1032 minus der größten Potenz, also dem 1024, also 1032 minus 4 hoch 5, also dem und dann gucke ich, was bleibt, was kommt da, was bleibt dann über, dann suche ich die nächste Potenz und so weiter. Das könnte ich theoretisch auch machen. Ich finde, das Divisionsrestverfahren ist am Anfang immer so ein bisschen einfacher, das Ganze zu machen. Und irgendwer hat das Horner-Schema vorhin erwähnt, auch das kann man für Zahlenumrechnung benutzen, finde ich persönlich aber am kompliziertesten und am fehleranfälligsten. Ich bin da einfach ganz ehrlich zu euch. Gut, aber das ist ja nicht alles, was wir machen sollen in der 2.4. Wir sind jetzt 5 Minuten drüber. Ich glaube, die 5 Minuten oder so nehmen wir uns nochmal kurz. Es gibt ja nochmal die Frage, warum ist das Stellenwertsystem zur Basis 2 interessant und was würde eventuell für andere Zahlensysteme sprechen? So, jetzt haben wir geguckt, Stellenwertsystem zur Basis 2 kann ja nur die Ziffern 0 und 1 enthalten. Warum könnte das interessant sein? Für, ja, also aus technischen Gründen. 0 und 1. Ja? Strom an, Strom aus. Genau, Strom an, Strom aus. Also selbst wenn der Strom
Also wenn man sich Strom wirklich anguckt mit einem Messzähler, manchmal ist so ein Wert nicht immer ganz auf, ganz an oder ganz aus. Da gibt es auch noch so Ungenauigkeiten drin. Das ist dann aber tatsächlich sogar vollkommen egal, weil ich dann halt, also klar, entweder habe ich keinen oder fast keinen Strom oder ich habe Strom bzw. viel Strom. Das kann man sehr gut unterscheiden. Und deswegen ist halt auch die Computertechnologie ganz stark mit dem Binärsystem auf unterster Basis aufgebaut und so auch historisch entstanden. Und einfach Strom an, Strom aus. Genau, das ist also definitiv ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Was könnte denn für 3, 4, 5 sprechen? Ja. Auch für Zweierpotenz ist. Also man benutzt ja häufig auch das hexadezimale System, was ja auch dann, also könnte ich mir vorstellen, den Vorteil hat, dass 16 halt einfach eine Zweierpotenz ist und dass wenn man jetzt die Binärzahlen nimmt, dann muss man ja relativ lange schreiben irgendwann, weil man ja einfach nur begrenzte Ziffern zur Verfügung hat. Und quasi je länger, also oder je mehr Ziffern man pro Zahlensystem hat, die auf eine Zweierpotenz aufbauen, desto quasi gibt es immer wiederholende Reihen, die aber kürzer zu schreiben sind. Genau, also das ist ein guter Punkt mit dem, dass die Zahlen dann relativ lange sind im Dualsystem und dass man, wenn man ein anderes Zahlensystem nimmt, dann hat man vielleicht, um die gleiche Zahlenfolge darzustellen, braucht man vielleicht weniger Platz, weil man halt statt, keine Ahnung, statt 20 Breite hat man plötzlich 10 Breite. Das wäre etwas, wo es einen Vorteil geben könnte für 3, 4 oder 5. So, jetzt, ja? Ja, oder nennen für Neumann-Rechner jetzt zum Beispiel in der Steuerwerk Bescheid geben soll, in welchem Prozessor er ist. Also ob er jetzt zum Beispiel, also da denke ich an die drei, zum Beispiel Daten, also Befehl auslesen, dann dekodieren und dann halt Befehl ausführen. Das wären so drei Schritte irgendwie, wenn es halt so eine Statusmeldung dazu geben sollte im Steuerwerk. Okay, man könnte eventuell be Aber nee, davon ist es. bestimmte, also das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Man könnte versuchen, mit bestimmten Zwischenwerten, also wir haben ja trotzdem irgendwo Strom und Nichtstrom als Maximale. Man könnte versuchen, bestimmte Zwischenwerte für bestimmte Operationen zu reservieren, aber das ist dann schon ein Sonderfall, hätte ich jetzt gesagt, von zum Beispiel zur Basis 3 zu arbeiten. Genau, vielleicht noch einmal da in der letzten Reihe. Also ich hätte ein Argument konkret gegen zum Beispiel 3, 5, und zwar es kommt ja manchmal nicht super selten vor, dass durch Strahlung zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob man das ein Bit nennt oder einfach so eine Stelle, die ja flippt von 0 auf 1 oder 1 auf 0 und dadurch halt zum Beispiel der Computer Fehler machen oder zum Beispiel sich wirklich nicht verrechnen, aber ein Wert sich dann ändert und dadurch, dass wir halt im Dualsystem sind, kann man das halt besser nachvollziehen, weil man halt dann oft oder schneller halt den Fehler gefunden hat, wo jetzt sozusagen eine 0 zu viel oder eine 1 zu wenig war etc. Aber bei jetzt zum Beispiel 3, 4, 5 wäre das halt schwieriger nachzuvollziehen, weil man ja mehrere Möglichkeiten hat, wie es sich verändert haben könnte. Okay, also das stimmt, man müsste, wenn man ein Zahlensystem wie 3, 4 oder 5 als Basis nehmen würde, müsste man die ganzen Fehlerkorrekturen, wie es heutzutage funktioniert, am einfachsten, da muss man nochmal wieder anders denken, weil jetzt ist es ein, okay, da ist ein Fehler, dann ist vielleicht irgendwo nur ein Bit geflippt. Bit geflippt heißt 0 wurde 1 oder 1 wurde 0. Das funktioniert dann natürlich nicht so, wie wir es bisher dann irgendwie kennen. Vielleicht dann aber auch ja verhindert werden oder wäre gar nicht so oder vorgebeugt werden, indem man einfach sagt, man hat mehrere Chips, auf denen sowas Ganze das gleiche Programm läuft und die machen auch mal eine demokratische Abstimmung. Dass man sagt quasi, man hat irgendwie fünf und dann hat man so eine Redundanz drin, dass man sagt, wenn die Mehrheit drei zum Beispiel beschließt,
Ja, also das ist, also das geht jetzt hier in der Aufgabe schon ein bisschen weit, aber im Endeffekt ist das, was du gerade beschreibst, das wäre halt eine Möglichkeit, sich also eben zu überlegen, wie geht man damit um, die Fehler zu erkennen, wenn sie gekommen sind, und wie korrigiert man sie. Gute Gedanken, aber hier viel zu weit an der Stelle. Ja. Genau. Und vielleicht noch einmal sonst als allerletztes, warum nutzt man nicht das Dezimalsystem hier? Also 3, 4, 5 haben wir jetzt überlegt, hätte ja vielleicht sogar ein paar Vorteile, man könnte Dinge kürzer machen. Warum gehen wir nicht gleich dann zum Dezimalsystem? Kennen wir als Menschen ja noch ein bisschen besser. Naja, was wird denn immer schwieriger, wenn ich jetzt, also so, ne, ich habe hier meinen Strom. Ich habe zur Basis 3 habe ich aus, an und irgendwas dazwischen. Bei Basis 4 habe ich aus, an und 2 dazwischen. Ne, was habe ich denn zur Basis 10? Stärken einzustellen, also dann hat man ja viel mehr verschiedene Möglichkeiten. Also von 0 bis zu 9 wäre dann ja alles dabei. Das heißt, ja. Also ich hätte im Endeffekt dann ja insgesamt 10 verschiedene Werte, die ich differenzieren muss auf dem Weg von 0 zu 1. Also im Endeffekt ist ja der Rechner macht ja trotzdem Strom an, Strom aus, aber ich müsste eine sehr hohe Messgenauigkeit haben, damit ich überhaupt diese Unterschiede ja dann auch rauskriege. Also vielleicht wird das ja alles immer günstiger, immer besser, immer genauer, und in 20 Jahren lachen alle darüber, dass wir heute so viel Binärsystem haben. Aber die Herausforderung ist eben, je mehr unterschiedliche Werte man erkennen muss, desto komplizierter wird es halt und desto fehleranfälliger auch. Und desto mehr muss man sich wieder mit Fehlerkorrektur beschäftigen. Und am Ende sagt man halt, das ist es eigentlich nicht wert. Und deswegen wird heute eher geguckt, so wie kann man vielleicht noch Basis 3 oder 4 vielleicht für Speicherung oder andere Sachen nutzen. In die Richtung, aber jetzt nicht dann schon gleich in Richtung Dezimalsystem. Mal so eine Frage. Also habe ich das richtig verstanden, dass die Kondensatoren in dieser Schaltung halt auch eben Strom verlieren können und halt immer wieder aufgeladen werden müssen, wenn sie irgendeinen Zustand halten sollen, der Strom anbedeutet? Und wenn wir 10 verschiedene Stromstärken hätten und der halt irgendwie Strom verliert, könnte es ja passieren, dass er halt vielleicht von 0,9 auf 0,8 Ampere runterrutscht, Milliampere runterrutscht und dann Das in könnte dem dann Moment schon, das andere genau, also das ist, wenn nur ein bisschen was an Strom verloren wird in einem Rechner, sei es ein Kondensator oder ein anderes Bauteil, wenn wir zu viele verschiedene Werte da unterbringen, kann es einfach schon unter die nächste Schwelle rutschen. Ja. Und angesichts dessen, dass viele Bauteile heutzutage billig hergestellt werden, in Massenware und eben gar nicht die Qualitätstoleranzen haben, wäre ich da auch sehr vorsichtig. So, im Chat kam zwischendurch noch kurz eine Frage, nur um das nochmal einmal auch abzufrühstücken, noch eine Rückfrage zu unseren Berechnungen. Wie ist denn die 4 hoch 5 da gekommen? Das ist, weil wir die einzelnen, wir hatten ja hier abgelesen aus der Berechnung, aus dem Berechnungsergebnis. Und mit 4 hoch 0 fängt die erste Stelle an. Dann haben wir die Stelle 4 hoch 1, das ist die 2, 4 hoch 2 ist eine 0, deswegen habe ich es weggelassen. 0 mal 4 hoch 2, 0 mal 4 hoch 3, 0 mal 4 hoch 4 und dann einmal 4 hoch 5. Die einzelnen Stellen durchgegangen. Genau, ich hoffe, das hilft dann so ein bisschen für die Klarheit an der Stelle. Dann tut es mir leid, dass wir ein bisschen überzogen haben, wobei mir persönlich ist immer wichtig, dann lieber ein paar Minuten überziehen, und wir haben dann doch nochmal die Fragen geklärt. Und nächstes Mal, also nicht am Donnerstag, weil Feiertag, sondern ausnahmsweise dann nur digital, Freitag ab 10. Und wer dann nicht kann, der darf dann natürlich gern auch die Aufzeichnung irgendwie benutzen. Dann wünsche ich euch eine gute Woche und ja, bis vielleicht nächste Woche.